Alexa, stopp. Alexa, stopp. Aha. Moin und willkommen zu einem neuen Video von mir. Moin und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem Tabak-Review. Und zwar bin ich persönlich, wie auch viele andere Shisha-Raucher, nicht der größte Fan von Rapper-Tabak. Allerdings war ich vorhin im Shop meines Vertrauens und habe mal an verschiedenen Bushido-Tabaks gerochen. Und da fand ich den Schmetterling heißt der. I don't know. Fand ich tatsächlich im Geruch ansprechend, ja. Almasiva hat mir so irgendwie die Hoffnung an Rapper-Tabak zurückgegeben, weil Almasiva ist tatsächlich richtig guter Tabak, finde ich. Deswegen habe ich gedacht, komm, einfach mal den Bushido-Tabak ausprobieren. Warum nicht? So, was soll das Ganze denn sein? Im Schmetterling soll drin sein Brombeere, Johannisbeere, Grapefruit und Maracuja, genau. Grapefruit, ich persönlich habe mit Grapefruit so ein kleines Trauma. Ja, ein Grapefruit-Tabak, übertrieben ekelhaft. Deswegen bin ich nicht mehr der größte Freund von Grapefruit. So auch mit Maracuja finde ich jetzt auch nicht so geil. Aber ich finde den Tabak vom Geruch her mega nice. Ja? Gucken wir mal, wonach das Ganze denn riecht. Ich finde, das riecht halt einfach stark zitruslastig, aber ich kann jetzt nicht sagen, ey, Grapefruit so. Für mich könnte das irgendeine Zitrusnote sein. Also ist schon keine Zitrone, keine Limette, das riecht man. Doch, ist eigentlich schon Grapefruit. Aber so eine leckere Grapefruit, ja? So relativ authentisch, finde ich. Wie, als würde man an einer Grapefruit riechen, so ein bisschen. Was ich nicht oft mache, so. Aber ich glaube, so riecht das ungefähr. Brombeere, null. Johannisbeere hat so, ja, da ist so ein bisschen was Saures, ziemlich süß. Maracuja, keine Ahnung. Also, rieche ich persönlich nicht. Den Schnitt blende ich euch jetzt einfach mal ein. Also ich finde, der Schnitt ist so relativ fein bis mittel, aber ein bisschen zu viele Ästchen meiner Meinung nach. Also, ja, geht klar. Kommen wir mal zur Rauchentwicklung. Der Kopf, der steht jetzt schon gute 7-8 Minuten rum. Der müsste mittlerweile schon gut da sein. Ich habe auch schon ein bisschen gezogen. Schauen wir mal. Ist da. Ich rauche das Ganze im Alpaca X Somo Huacaya mit einer Smokebox, gerade 2 Kohlen drin, auf Noppenkontakt, schon fast Vollkontakt. Ich muss sagen, zum Geschmack schon mal, ist ziemlich mild. Also ich hätte gedacht, der ist um einiges intensiver. Rauchentwicklung sieht man, ne, kann sich sehen lassen, ist gut am Rauchen. Erstmal zum Preis, bevor ich weiter auf den Geschmack eingehe. Die Dose kostet 17,90 Euro, genau, 17,90 Euro bezahlt man für die Dose. Dann muss da allerdings noch ein Shot rein für die Minznote. Der Shot kostet auch nochmal 1,50 Euro, wenn ich jetzt nicht vertue. Von daher bezahlt man 19,50 Euro. Oder? Kostet der 1,50? Ich glaube so um den Dreh rum. Insgesamt für 220 Gramm dann, weil der Shot auch nochmal 20 Gramm sind. Oder 20 Milliliter. Ist okay, ist schon was teurer. Also stehe ich nicht so drauf. Ich finde, wenn man so neu auf den Markt kommt und einfach noch gar nichts quasi, noch gar nichts vorzuweisen hat, dann kann man auch mal mit 16,90 auf den Markt gehen.
Aber was soll es, so der 1 Euro hält mich jetzt davon nicht ab, einen Tabak zu kaufen, den ich super gerne mag, so. Vom Geschmack her finde ich, wie gesagt, ziemlich mild, vor allem dafür, dass ich den jetzt auf gut Kontakt rauche. Es ist so null vollmundig, ja? Irgendwie so vorne auf der Zunge und ist irgendwie gar nichts. Ja, ich ziehe nochmal. Also beim Ziehen habe ich vorne so eine sehr süße, schon säuerliche Note. Ich schätze mal von der Johannisbeere und von der Grapefruit ist ja beides relativ sauer. Und dann im Abgang ist hinten auf der Zunge noch die Grapefruit von Brombeere, Maracuja, schmecke ich persönlich nix. So, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht genau, wie Brombeere jetzt zum Beispiel in Shisha-Tabak schmeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Brombeertabak geraucht habe. So, war das Brombeere Blaubeere? Keine Ahnung. Auf jeden Fall deutlich zu schmecken, Grapefruit und Johannisbeere. Allerdings irgendwie überhaupt nicht vollmundig. Ich finde, der Tabak schmeckt relativ seifig. Ich rauche den jetzt auch das erste Mal in dem Setup. Ich habe den noch nicht mit Alufolie geraucht zum Beispiel. Aber gerade schmeckt der Tabak ziemlich seifig. Macht mir persönlich jetzt nicht wirklich was aus. Oder auch so ein bisschen parfümig. Ja, so eine kleine Parfümnote ist da drin, finde ich. Ich würde sagen, um den pur zu rauchen, ist der mir zu sauer. Ja? Genauso geht es mir mit dem Johannisbeere von Darkside. Das ist ziemlich sauer. Also der Tabak, den pur zu rauchen, ohne da noch was Süßes oder so beizumischen, ist nach einer Zeit ziemlich anstrengend, finde ich. Deswegen werde ich den wahrscheinlich nicht mehr pur rauchen, sondern immer mischen. Ist ein okayer Tabak. Werde ich mir nicht nochmal holen. Kaufempfehlung geht nur raus, wenn man wirklich was Saures sucht und so wirklich Bock hat auf Grapefruit Johannisbeere. Aber ich muss auch sagen, vom Shot kommt eigentlich gar nichts durch. Ja? Ich schmecke da keine Minze, kein Menthol, gar keine Kühle. Ja? Für mich hat der Tabak nichts Kühles. Nochmal zum Setup. Huacaya Bowl, dazu lade ich auch noch ein Video hoch. Genau, das wird das nächste Video sein. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dann. Peace.